Hallo Jungs und Mädels da draußen in der prallen Hitze. Ich hoffe, es geht euch gut. Wem geht's eigentlich gerade sonderlich gut? Kann mir das mal bitte einer verraten? Also, es ist sehr hot, deshalb verzeiht mir bitte, dass ich dezent fertig aussehe. Ich habe heute ist echt ein Scheißtag, ehrlich gesagt. Die Woche ist irgendwie, die wird sehr turbulent, das weiß ich. Aber die ist irgendwie doof. Warum? Deswegen. Ich habe mir, diejenigen, die Gel haben, die können ganz genau jetzt nachvollziehen, was mit mir passiert ist. Es ist kaputt. Warte mal, mir fällt gerade was ein, weil ich noch vergessen habe rauszuholen. Machen wir gleich. So, spontanes Video. Ich dachte, jo. Irgendwie, ne? Irgendwie oder was irgendwo. Wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Ja. Ich war bei DM, bei Rossmann und. Erzählen wir doch erstmal, warum es so zustande gekommen ist. Bla 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 bla, so fertig. Nee, ich ziehe momentan mit dem Geschäft gerade um. Und alles ein bisschen turbulent und dabei ist das rausgekommen. In dem Fall hat sich der Nagel vom Nagelbett gelöst. Und also nicht viel, aber ein bisschen. Es tut so weh. Jetzt haben wir den neu gegelt, geschient, haben eine Salbe drauf gemacht und hoffen, dass der wieder anwächst, der scheiß Drecksfinger. Ich hoffe es, weil bei der Hitze dann noch irgendwie hier so ein Eiterding da zu haben, das geht gar nicht. Ja? Das ist, no way. Möchte ich nicht. Ja. Dann war ich bei, da gibt es auf jeden Fall ein DM, so ganz ziemlich in der Nähe, fast hier, also quasi direkt nebenan. Es könnte tödlich ausenden, aber wunderbar. Für mich war ich natürlich und habe ein bisschen zugeschlagen. Da wollte ich euch mal kurz zeigen. Ganz nach dem Motto, Drogerie-Einkauf. So. Was gibt's denn Neues? Also Catrice und Essence haben ja mittlerweile bald Sortimentswechsel. Ich hoffe, das wissen so einige von euch. Wenn nicht, wisst das jetzt. Und jetzt würde ich halt nochmal, wenn ihr irgendwas haben wollt, darauf achten, dass ihr es euch jetzt holt, weil es eventuell weg sein könnte. Und auch vieles halt dadurch billiger wird. Ja. Ich habe aber vieles gekauft, was nicht rausgeht, aber egal. Zum einen habe ich mir zartpflegende Feuchttücher in Reisegröße mitgenommen. Warum? Warte mal, ich bin heute so faul, warte. Runterstellen. Ne, nicht so viel, das ist zu viel. Sonst jeder zu viel. Boah. So ist gut. Ha! Ihr seht mich. Ne, 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 ne. ja, für unterwegs feuchte Tücher. Falls ihr eine vollgesprotchte Hand habt und es wieder putzen wollt. Dann habe ich mir gekauft. Ich weiß nicht, von wem ich das habe. Ich habe das mal bei irgendeinem gesehen, die den Pinsel davon benutzt. Und ich habe mir den Powderbrush von Catrice geholt. Hat auf mich erstmal. Eigentlich war der nie beeindruckend für mich, aber süßes Täschchen kommt da rein. Der ist also flach gebunden und der ist auch schön weich. Und ich könnte mir vorstellen, der ist für unterwegs, für die Bronzer ganz gut. Und ich suchte halt auch etwas, was man hier so reindunken kann. Deshalb die Reisegröße. Gekostet hat das Ding, frag mich nicht genau, ich schätze 3,95 oder irgendwie. Hat noch ein krass. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Das hat gekostet. Was heißt das nochmal? Catrice Power. 4,45 Euro kostet der Scheiß. Oh, gut. Dann habe ich mir gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Ihr hört es aber vielleicht gerade. Ich benutze ja ganz oft diese Illusion d'Ombre Lidschatten. Von Chanel. So. Und bei denen ist es äußerst schwierig, Gel-Eyeliner aufzutragen, weil das ganze Glitzer meistens runterfällt. Daraufhin haben mich auch schon einige Abonnenten von euch, also ihr Zuschauer, mich angeschrieben. Voll doof, das geht voll runter. Bäh, 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 bäh. Geht aber nicht, wenn ihr stattdessen Flüssig-Eyeliner benutzt. Das funktioniert ganz gut, geht ganz flott mit diesem Produkt. Und zwar ist das von L'Oreal, der Superliner in Carbon Gloss. Den hatte ich schon einmal. Der kostet stolze 6,45 Euro. Es sind. Keine Milliliter drin, steht nicht drauf, also unter 5 nehme ich an. Nicht viel, aber das Ding, das Besondere an diesem Teil ist halt, es geht halt sehr, sehr, sehr flott. Das Einzige, was mich persönlich ankotzt, warum ich ihn nicht dauerhaft verwendet, ist, dass ich mir andauernd die Wimpern. Oh Gott, Augen-Make-up ist total am Arsch, ey. Weil ich mir dauernd damit die Wimpern anmale und die dann steif. Egal, vergesst es. Der hat halt so einen Sponge und ja, gibt. Farbe ab und macht tolle Striche. Jetzt sehe ich aus, als ob mich ein Tiger gekratzt hätte. Warte, jetzt machen wir noch vollständig. Warte, hier. So. Jetzt
mit dem Tiger gekratzt. So. Ups, hält aber erstaunlich gut, muss ich sagen. Würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Auf jeden Fall diesen Carbon Gloss Liner, weil der glänzt so ein bisschen, gibt auch meiner Meinung nach viel mehr Farbe ab und gleitet auch besser auf dem Augenlid. Ja. Dann habe ich mir gekauft. Viele benutzen, ich habe das mitgekriegt von Catrice, The Giant Extreme Volume Mascara mit XXL Volume Bürste. Sieht so aus, kostet, was ist denn die Kassenbon? Kostet 4,45 Euro. Hat ein gewaltiges Torpedobürstchen, also ist ja abartig, was die Dinger da so haben. Viele sind damit zufrieden, ja, ich probiere es gerne. Warum nicht? Zeig euch gleich. Ihr, meine Schminkecke hat sich ein bisschen verändert. Ah, sieht so schön aus. Ich bin heute, ja, wow, kam gerade wie ein Kotzbrocken nach Hause, gell? Und dann dachte ich so, und dann gucke ich auf einmal, ich so, und erst dachte ich so, oh nee, was hat der jetzt wieder für ein Mist gebaut? Mein Mädel hat das ein bisschen umgebaut hier. Was hat der jetzt für ein Mist gebaut? Weißt du, so wollte ich das nicht. Aber er hat sich schon was dabei gedacht. Ich vermute, dass es auch nicht anders ginge, weil ich sonst im Endeffekt nichts davon habe. Im Endeffekt, er ist noch nicht zu Hause, ich werde ihm dankbar sein gleich. Ja. Dann habe ich mir gekauft von Alverde. Ja, Sandra kauft Alverde. Das Bronzing Glow Liquid, zarter Schimmer für die Haut. Das ist in so einer aktuellen LA. Fragt mich nicht bitte, wie die heißt. Ich habe keine Ahnung. Warum holt sich Sandra sowas? Flüssig-Highlighter? Sandra Highlighter? Selten wie Papseier. Ist so, weil das ist so ein Bronzeton, wie ihr seht. Und wenn wir das ein bisschen verteilen, ist natürlich jetzt ganz arg stark. Man braucht da super, super wenig. Super, super wenig. Ich hatte noch keinen bronzigen Schimmereffekt. Ich habe gedacht, da Funny Pilgrim, dass mal die Luster Drops von MAC benutzt. Ihr seht das vielleicht jetzt so. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Höchstwahrscheinlich mal wieder nett in dieser tollen Ecke. Habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich das ja auch so ein bisschen mit in meine BB-Cream, ich benutze ja, teste zurzeit die von Garnier, so ein bisschen mit reinklecksen, sodass ein schöner Glow entsteht, weil in der Hitze schmilzt sowieso alles, da glänzt ihr, dann kann ich auch wenigstens mit glowen, ne? Hat gekostet 3,45. Ja, wenn es nichts ist, Gott sei Dank kommt es aus dem Pumpspender, dann kann man das ja nochmal weiter verschenken oder so. Ja, dann habe ich mir gekauft. Ich habe mir, wie ihr vielleicht schon wisst, oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ich habe mir vorgenommen, Babypuder auf Dauer mal zu benutzen. Ich hatte auch eine Dose von Essence, habe das Ding auch verschnitten. Das Ding ist, die Dose ist scheiße dafür. Das Ding läuft quasi daraus aus und deshalb habe ich mir jetzt einfach von Essence Fix und Matt Translucent Loose Powder gekauft. Werde ich auch aufnutzen, und weil das kann man halt drehen. Da kann der gesamte Pinsel halt komplett rein, nicht nur in so ein kleineres Teil. Und Vorteil hieran ist, die Schutzfolie ist noch drauf. Das heißt, ich werde die wahrscheinlich nur zur Hälfte abziehen und den Rest drauf lassen, sodass da weniger Produkt rauskommt. Und dann Dingensbums, was wollte ich jetzt sagen? Warte, Dingensbums, was wollte ich jetzt sagen? Ja, dass einfach nicht so viel daneben ist. Ich weiß nicht, ob man dieses Sieb rausmachen kann. Ich schätze schon. Wenn nicht, ich werde es irgendwie... Wenn das nicht geht, ne, dann kriege ich einen Off. Ist umsonst gekauft. Das ist, soll aber auch ganz gut beliebt sein. Und es hat gekostet 3,45. Alles 3,45. Dann habe ich mir gekauft noch einen Highlighter. Ja. Ja, noch einen Highlighter. Kann ich aber auch als Lidschatten benutzen. Also, ne? Ihr kennt ja mit Sicherheit vielleicht die Bobbi Brown Shimmer Bricks. Die sind ja arschteuer. Die sind ja... Das ist Geld gar nicht wert für so viel Schimmer. Ah, aber es sieht meistens schön aus. Und da ich auch gedacht habe, voll schlau mitgedacht, falls das nichts ist und ich möchte trotzdem einen bronzefarbenen Highlighter haben, sollte ich es irgendwann mal in meinem Leben benutzen, habe ich mir den hier gekauft von Essence. Und zwar Essence Sun Club Brunettes All Over Shimmer for Eyes, Face and Body. Das ist die Farbe 02 Miami Heat. Wird so geschrieben. Sieht wie ein Schimmerbrick von Bobbi Brown aus. Hat verschiedene Töne. Zum Beispiel so. Oder auch so. Und dann kann man das... warte mal. Da muss ich es hin swatchen. Dann sieht das so aus.
Also schimmert sehr schön. Es sieht jetzt aus wie ein brauner Fleck. Aber es sieht wirklich sehr hübsch aus. Und wenn nicht, kann man es immer noch als Lidschatten benutzen. Ja, hat gekostet, lass mich raten, 3,45. Ja, 3,45, ja. Dann habe ich gekauft, ach, jetzt kann das T-Shirt ja, was soll's. Dann habe ich noch gekauft, es gibt momentan von P2 eine neue LE und zwar heißt die Spices and Herbs. Komischer Name für eine LE. Da gab es viele Sachen, unter anderem auch einen Bronze-Schimmer mit, also Puder mit integrierten Pinseln. Das hat mir aber irgendwie gar nicht zugesagt. Lidschatten gab es, glaube ich, auch. Ich bin jetzt ehrlich gesagt überfragt, die haben mir auch nicht so zugesagt. Ist egal, ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Jedenfalls habe ich mir zwei Lippenstifte gekauft. Die haben jeweils gekostet, oh mal was anderes, 2,95. Einmal die 020 Peach und einmal die 030 Nut. Die Verpackung ist, lässt sich drüber streiten. Ich finde, es sieht aus wie ein Tampon. Tamponform, aber ja, ist okay. Was, eigentlich habe ich gesagt, ich hole mir keine P2 Lippenstifte. Aber ich habe mitgekriegt, dass die auf den LEs meist besser sind als die im Standardsortiment. Mein Gedanke war, probierst du aus. Zufälligerweise hatten sie drei, also sie haben drei Farben, zwei davon haben mir zugesagt, wie man unschwer vorhin erkennen kann. Zum einen war das so ein, das könnte mehr euer so sein, so ein Pink, Altrosa, gemischt, irgendwas. Aber sowas trage ich ja nicht. Etwas hat mir aber doch zugesagt, und zwar ist das diese Farbe hier. Das ist so ein knalliges, schönes Orange-Pink. Wenn ich es nicht besser wüsste, probieren wir das aus. Ob es ein Jubel ist, warte. Ich habe ja diesen Yves Saint Laurent Lippenstift. Und auf dem ersten Blick bei euch in der Kamera, der hier ist ein bisschen dunkler als der. Jetzt swatchen wir die heute mal. Sehen, ob ich einen Typ gefunden habe. So, zack. Warte. Kein Typ. Schade. Ich dachte, ich tue euch einen Gefallen, habe einen Typ gefunden. Aber ihr seht jetzt auch anhand des Swatches, dass es nicht der Fall ist. Der hier ist nämlich mehr pinker. Das ist der von P2 und das ist der von Yves Saint Laurent. Schade. Naja, egal. Besonders an diesen Lippenstiften ist, sie haben innen drin so einen Pflegekern, was die Lippen natürlich gut pflegt. Und was soll es auch anders tun? 12 Monate haltbar, bla bla bla, wie immer. Und ja, hat mir ganz gut gefallen in dieser Farbe. Und dann gab es noch die, da muss man aufpassen, dass man den Deckel nicht dran datcht. Dann gab es noch die Farbe 030 Nut. Was könnte das sein? Ich hoffe eigentlich, dass das ein schöner Nude-Ton sein wird. Er sieht auch in der Kamera auf den ersten Blick so aus. Das dachte ich von einem P2 Lippenstift schon mal, der nude aussah und dann auf den Lippen aussah wie katastrophale irgendwas. Jetzt, Live-Test. Oh, warte mal. Oh, es ist so wach. Sekunde. Ich will das jetzt wissen. Also erstmal, ach, was machst du, Sandra? Ich bin total verpeilt. Erstmal swatche ich euch den. Ich habe den, da gibt es ja auch Tester, ich habe den auch geswatcht und dachte, Farbe könnte eigentlich ganz gut sein. Sieht so aus. So, und jetzt Lippentest. Achtung. Vom Geruch her riechen die irgendwie widerlich. Es kommt leider in der Kamera, glaube ich, gar nicht so rüber, wie es soll. Aber, das wirkt... Also der sieht nicht schlecht aus. Das ist so eine Mischung aus Braun und so ein Mauve-Ton dann irgendwie. Also ein dunkles Nude auf jeden Fall. Das gefällt mir auf jeden Fall. Glück gehabt. Hat er was zwischen den Zähnen? Geht ja gar nicht. Oder was sagt ihr? Jetzt flutscht natürlich alles. Also ich denke, ich werde den im Herbst bestimmt tragen. Ja, macht einen guten Eindruck. Tragekomfort von P2 Lippenstift ist ja immer sehr toll, weil die sehr cremig sind. Im Sommer flutschen die leider zu schnell weg. Ja, ich habe mir den noch gekauft. Dann war ich heute Abend im Rossmann, nachdem ich mein Malheur beseitigt habe. Oh Gott sei Dank nicht der Mittelfinger. Mein Malheur beseitigt habe. Ich hoffe so, dass der dran wächst. Ich kriege sonst die Krise. Dazwischen drin ist jetzt so eine Salbe dran, so was Antibiotisches. Bitte wirk! Ja,
aufgrund dieser ganzen Sache habe ich gedacht gehabt, ich kann ja schlau sein, damit dass ich soll das frei von Schmutz halten, kann ich es ja auch irgendwie desinfizieren und meine, oh, wie heißt er? Meine Nageltante benutzt ein Desinfektionsspray. Ich habe jetzt dieses Mal genommen von Domol, das Hygienespray. Ich denke, das ist jetzt kein großer Unterschied. Desinfektionsspray ist Desinfektionsspray für mich. Also klar soll man es da und da anwenden, aber man kommt ja auch unmittelbar damit meistens mit in der Haut. Also von daher, oder? Ist da irgendwas dagegen? Ich sollte mir das ja immer... Warte mal. Ja, mir egal. So ein Desinfektionsspray ist für unterwegs auch nicht schlecht. Ist zwar groß, aber ja, was soll's. Davon habe ich keinen Kassenzettel mehr, aber das hat 1,95 gekostet. Dann habe ich mir, weil ich jetzt gerade momentan verschiedene Gel-Eyeliner ausprobiere, mir nochmal einen schwarzen Gel-Eyeliner von Revival Loop gekauft. Ich denke, der kostet so 1,95 oder so. 01 Carbon. Ich benutze ja, habe ja ganz, einen ganzen Pot MAC Black Track benutzt. Habe den von Inglot, den ich katastrophal finde. Vielleicht haben es auch schon ein paar mitgekriegt auf Facebook, dass ich mit Inglot momentan ein ganz großes Problem habe. Und zwar finde ich, dass das auch vielleicht mal angesprochen werden sollte. Und zwar habe ich denen geschrieben, dass ich hier und hier wohne. Ich komme nicht mehr nach Düsseldorf. Ob sie einen Trick kennen, wie ich diesen scheiß Gel-Eyeliner benutzen kann. Weil der ist einfach schmierig. Der sieht ausgetrocknet aus, aber ist schmierig und gar nicht mit dem Pinsel zu verteilen. Ohne, dass er das Augen-Make-up ruiniert hat. Ich habe das hingeschrieben. Ja, das versucht, geht alles nicht. Dann haben sie mir angeboten, dass ich das Ding zurückschicken kann. Da habe ich gesagt gehabt, kriege ich mein Geld wenigstens zurück. Nein, sie kriegen nur ein vergleichbares Ding zurück. Dann habe ich gemeint gehabt, warum? Weil bei Douglas und bei MAC selber kann man die ganzen Sachen, alle Sachen auch wieder zurückgeben. Das wäre ja quasi ein Qualitätsverlust für die irgendwie, für den Service, ja? Ja, das geht nicht ohne Kassenbon. Sag ich, ja, tut mir leid, ich wohne in einer ganz anderen Stadt. Wisst ihr, und dann kam die beste Antwort, dieses Problem hatten sie noch nie. Also entweder gebe ich mich mit diesem Angebot zufrieden oder ich lasse es. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe noch einen zweiten Gel-Eyeliner. Was ist, wenn der genauso ist? Dann habe ich, was weiß ich, 24 Euro für zwei Eyeliner ausgegeben und die sind doof halt, ja. Ja, das ist ihnen noch nie unter die Augen gekommen und dann wurde das Gespräch beendet. Ich sollte das Ganze nochmal in die E-Mail schicken. Das habe ich auch getan. Keine Reaktion. Ich habe zweimal daraufhin geschrieben, per E-Mail und per Facebook nochmal, dass sie sich doch bitte melden sollen. Daraufhin kam einmal zurück, es wird bearbeitet. Ja, ich warte jetzt seit Wochen und habe mich dann auf liebevolle Weise bei Inglot auf der Facebook-Seite bedankt. Ich denke auch, dass sie es gelöscht haben, ich habe es nicht mehr wiedergefunden. In einem ganz höflichen Ton, dass ich das... war natürlich nicht höflich. Ganz ehrlich, ich bin total verärgert, wenn man mich als Kunden so lange jetzt warten lässt, ja, und es geht hier nur um so einen scheiß Eyeliner, weißt du, was ich meine? Und wenn die irgendwie qualitativ, wenn die sich ein bisschen professionell geben, dann hätten sie das scheiß Ding zurückgenommen, hätten gesagt, komm, wir schicken dir einen neuen zu und wenn der nichts ist, kriegst du dein Geld zurück. Das hatte ich nämlich angesprochen, da kam nämlich nichts, gar nichts und Inglot kann mich jetzt mal, ganz ehrlich. Ich würde euch empfehlen, euch gut zu überlegen, zu bestellen oder dort was zu kaufen. Denn ich habe aufgrund meiner Reaktion viel Feedback von den meisten Zuschauern von euch bekommen, dass sie auch ähnliche Probleme haben und dass sie das gar nicht in Ordnung finden. Ich habe auch mit einer Douglas-Verkäuferin darüber erzählt, die auch Polin war und auch Inglot kennt. Und sie hat gesagt gehabt, dass dabei schießen sie sich quasi ins eigene Knie mit, wenn sie meinen, sie müssen das machen. Bitteschön, aber ich finde immer, sowas sollte man auch nicht... verstecken oder so. Ich meine, ich habe euch schon 100 Mal gesagt, ihr könnt da bestellen, dann freut ihr euch und dann seid ihr mit irgendwas nicht zufrieden. Sagt ihnen das und dann kriegt ihr euer Geld nicht mehr zurück oder so. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich schon was toll finde, muss ich auch sagen, was da negativ ist. Und da muss man auch, da braucht dann nicht so irgendein Honk dann zu mir kommen und sagen, warum kannst du dir da nicht helfen oder scheiß doch auf das Geld. Ja, sorry, ist auch mein Geld. Wenn es dein Geld wäre, würdest du dich auch aufregen, ja? Also dementsprechend werde ich gerade Gel-Eyeliner austesten. Aus verschiedenen Preisklassen versuchen wir da den besten rauszusuchen. Ja, so viel zum Thema. Weit ausgeschwichen, aber was soll's. Ich habe mir Kaugummis gekauft, wie aufregend, 5 Gum. Dann habe ich mir gekauft die besten Make-up-Q-Tips, die es gibt. Die gibt es nur im Rossmann, diese Qualität von Lilibet. 20 Kosmetikstäbchen, die kosten 45 Cent oder irgendwie sowas. Ideal für Augen-Make-up. Und zwar sind die hier vorne so spitz.
kann man sehr gut mit den Wing zum Beispiel korrigieren oder unterm Auge arbeiten. Und das hier ist so breit. Wenn ich zum Beispiel den Wing falsch gesetzt habe, dann gehe ich so entlang mit Make-up-Entferner, mache den da drauf, ziehe den so entlang und dann kann mit der anderen Seite das so schön dann wieder wegputzen. Ideal. Oh, einmal lila, einmal weiß, ganz unbewusst. Aber genial, finde ich richtig cool. Dann habe ich mir gekauft, aufgrund diesen Malus, Pflaster zum selber schneiden, die wasserabweisend sind, weil die halten, glaube ich, ein bisschen besser. Ja. Dann gab es Augen-Make-up-Entferner. Ich benutze den hier von Rival de Loop für 79 Cent. Habe ich mir gleich zwei mitgenommen. Habe zwar noch, aber was soll's. Und dann habe ich mir die Apothekerin, liegt jetzt in der Tasche, hat mir noch eine Salbe, habe ich mir noch eine Salbe gekauft für den Scheißdreck hier. Und die hat mir einen Tipp gegeben. Das kann man ja aber auch für die Hautpflege und all sowas machen. Kamillentee nehmen. Aufkochen, konzentriert, also keine Ahnung, nimm mal 3-4 Beutel und mach das mal auf eine Tasse, dass das stärker wirkt. Dann kann man das drauf machen und das soll dann auch ein bisschen lindern und vorbeugend sein. Ja, und das schmeckt auch gut. Und dann habe ich mir auch noch einen Verdauungstee gekauft. Ja, ich habe immer noch Magenprobleme. Ich weiß noch nicht, ob ihr das wisst oder wisst das spätestens jetzt. Ich habe momentan so Magenprobleme. Sobald ich was esse, könnt sterben. Besten esse ich gar nichts mehr. Könnte auch ein prima Diät sein, gar nichts essen. Naja, was Quatsch, nimmt euch das mal nur Fun. Das soll man nicht machen, wie gewisse andere YouTuber das machen. Ich sage auch nicht dazu, wer das war. Derjenige weiß, was ich davon halte. Wenn du es nochmal machst, gibt es ein paar auf die Fresse. Ist einfach so, das macht man nicht. Man nimmt nicht ab, indem man gar nichts isst. Oder sich einen Finger in den Hals steckt oder kotzen geht oder nur noch das und das isst oder ein Bonbon am Tag lutscht. Sowas geht nicht. Sowas sind Essstörungen, meiner Meinung nach. Das darf man nicht. Und vor allem auch nicht, wenn man jung ist. Ja, egal wie alt man ist, das sind Essstörungen für mich. So, ja. Genug aufgeregt, genug geheult. Und jetzt zeige ich euch gerade noch meinen Schminktisch. Warte mal. Ja. Moment. Pures Chaos jetzt hier. Habe ich alles aufgebaut, wie ihr seht. Es hat sich wieder etwas umgestellt. Das ist jetzt da. Und das Wand. Und das Spiegel. Alles noch gleich. Und jetzt, wo ist mein Spiegel? Tada! Habe ich ein Regal bekommen. Das ist von Ikea. Ich glaube, es kostet 10 Euro oder so. Das hat er mir jetzt oben drauf gemacht. Ideal, auch vermessener Spiegel, passt nämlich auch drunter, weil ich habe nämlich vor, diese Lampe, gibt es auch von Ikea, die sind ganz gut für Schminken, ich komme damit ganz gut klar. Allerdings kann ich den Spiegel nicht hier unten hinstellen, weil das Licht dann so schräg kommt. Das funktioniert nicht, deshalb sitze ich immer in diese Richtung. Ich habe aber vor, mir auch da ein paar so Lämpchen hinzubasteln und mit viel Erfolg kann ich mich dann irgendwann mal in der Mitte so schminken, dann kann der da unten stehen, ja. Mein Spiegel, dann habe ich hier so ein paar Produkte, Cupcakes, den Cupcake, den großen, habe ich aus dem Teddy, den kleinen aus dem Primark, da ist auch eine Kerze drin, die ist schon verbrannt. Dann so ein Glas mit, das war vorher mein Pinselhalter, mit Sachen, die ich täglich benutze, Parfüms, bisschen Schmuck da hinten, Foto, Spiegel, noch ein Postkarte, ja, noch ein Cupcake, Tempos, Pinsel, oh, ja. Ja. Das war es so im Großen und Ganzen auch. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht genervt von mir, aber so bin ich halt mal. Ich weiß auch nicht, ist voll komisch. Manchmal denke ich echt, ihr seid wie meine beste Freundin, der ich irgendwas erzähle. Ja. Also dann, macht's gut, meine Lieben, und bis bald. Tschüss!